Willkommen zurück bei Videogems. Heute geht es um Wolffang Cougar 2001 für PlayStation. Wolffang oder Roger Armor Force ist ein Shoot'em'up von Data East und erschien schon 1991 in der Spielhalle. Allerdings wurde es erst sehr spät umgesetzt. Erst 1996 für PlayStation und 1997 für Saturn. Und das auch nur in Japan. 2014 kam es dann dank Monkey Paw Games ins nordamerikanische PSN und damit letztendlich in den Westen. Zur Story. Boah, ja, was weiß ich. Irgendwie wurden von irgendwem Australien und Neuseeland besetzt und ihr müsst mit eurem fetten Roboter alles kurz und klein ballern, um die beiden Länder zu befreien. Also, wie erwähnt, wir haben es hier mit einem Shoot'em'up zu tun, mit einem horizontalen. Aber ihr steuert kein Raumschiff oder so, sondern, wie ebenfalls schon erwähnt, einen Roboter. Einen riesigen Roboter, ein Mech. Und bevor es in die von links nach rechts scrollenden Levels geht, müsst ihr euch für einen Mech entscheiden. Erstmal wählt ihr aus, ob ihr euch einen aus mehreren fertigen Mechs aussucht oder ob ihr mehr oder weniger die einzelnen Teile bestimmt. Bewaffnung, Fahrgestelle bzw. Beine und so weiter. Das alles beeinflusst eure Primär- und Sekundärwaffe, eure Schnelligkeit, eure Kraft und so weiter. Da gibt es viel zu entdecken und bis man eine Kombination gefunden hat, die einem hundertprozentig gefällt, ziehen einige Spielrunden ins Land. Hier ist viel Ausprobieren angesagt. Dann gibt es eine Missionsbesprechung und dann geht es auch endlich los. Ihr steigt in euren Mech und erledigt Massen an Gegnern in typischer Shoot'em'up-Manier. Neben eurer primären Standardwaffe, die maschinengewehrartig loslegt und schon ganz gut den Bildschirm abdeckt, habt ihr eine Nahkampfwaffe, die automatisch aktiviert wird, wenn der Gegner in eurer Nähe ist und ihr den Schussknopf drückt. Welche Nahkampfwaffe ihr habt, also zum Beispiel eine stählerne Faust oder ein Plasmaschwert, darüber entscheidet eure Auswahl am Anfang. Genau wie über die Sekundärwaffe, die man aufladen muss. Das geht zwar automatisch, aber ihr braucht halt mindestens eine aufgeladene Leiste, um sie zu aktivieren. Dann schickt ihr Raketen auf eure Gegner, eine Art Feuerhagel oder auch einen Schutzschild. Natürlich könnt ihr noch extra Waffen einsammeln, die eure normale Waffe ersetzen. Granaten, Laser, Clustershot, ja, die sind besonders bei Bossen sehr hilfreich. Außerdem gibt es noch ab und an, alliierte Soldaten einzusammeln, die sich auf euren Mech setzen und mitballern. Das sieht ganz drollig aus. Und ihr seht bestimmt schon, ihr habt Hitpoints. Heißt, bei einem Treffer verliert ihr nicht direkt ein Leben oder müsst einen Credit investieren. Ihr könnt einige Treffer vertragen. Und selbst wenn der letzte Hitpoint weg ist, versucht ihr euch noch im Kampfanzug durch die Feinde zu ballern. Wenn ihr gut seid, habt ihr auch die Chance, wieder einen Mech zu kriegen. Aber werdet ihr in dieser Form getroffen, heißt es Game Over. Ach, und natürlich gibt es auch einen Zweispieler-Modus. Der läuft genauso ab, wie man es sich vorstellt. Statt alleine ballert man sich eben zu zweit durch Gegnerhorden und Bosse. Oh, apropos Bosse. Riesige Blechungetüme gibt es natürlich auch. Die vertragen viel, haben miese Angriffsmuster und werden euch in die Verzweiflung treiben. Nur gut, dass es quasi unendlich Continues gibt. Wenn ihr allerdings auf One Credit Clear spielt, heißt, ihr nutzt keine Continues, dann gibt es nur eins. Geht gut! Die unendlich Continues könnten das Spiel natürlich etwas fade wirken lassen. Aber wir dürfen hier nicht vergessen, dass in der Spielhalle jedes Continue Geld gekostet hat. Widerspielenswert hat das Spiel auf jeden Fall. Neben dem One Credit Clear oder der Highscore-Jagd winken im Spiel unterschiedliche Pfade und Endings. Vor manchen Missionen könnt ihr euch nämlich entscheiden, eine leichtere Route zu nehmen oder eine schwierigere. Je nachdem, für welche ihr euch entscheidet, habt ihr eine andere Finalmission und somit auch ein anderes Ende. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, gibt es 4 Endings. Kurz noch was zur Technik. Wenn ich bedenke, dass die Originalfassung 1991 in der Spielhalle erschien, sieht das Ganze sehr beeindruckend aus. Es gibt teilweise sehr große Sprites, eine beachtliche Anzahl an Farben und Details und es läuft schnell. Oh ja, ich sollte noch erwähnen, in den Heimversionen für PlayStation und Saturn habt ihr in den Optionen die Möglichkeit, unterschiedliche Versionen des Spiels zu wählen.
Arcade, was die unveränderte Spielhallenfassung ist, oder einen leicht veränderten Modus, in dem die Missionsbesprechungen vertont sind und es neue Grafiken gibt. Außerdem wurden Items ein wenig anders verteilt. Und ihr könnt zwischen zwei Musikstilen wählen. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass es der zweite Teil einer Trilogie ist. Den ersten brachte Data East 1989 heraus, unter dem Namen Vapor Trail. Das war noch ein vertikaler Shooter und man steuerte keinen Mech, sondern ein Flugzeug. Die Story von Wolffang spielt 2 Jahre später. 1996 erschien noch Skullfang, ebenfalls ein vertikaler Shooter, dessen Story 7 Jahre später spielt. Was soll ich noch sagen? Wolffang ist vielleicht kein Meisterwerk, aber sogar mich als jemand, der nicht der große Shoot'em-up-Freund ist, hat es gepackt. Ich habe mir alle Endings erspielt und noch 2 Runden im Zweispieler-Modus gedreht. Es macht Spaß. Und darauf kommt es an. Also, wenn ihr Bock auf eine feine Ballerei habt, solltet ihr Wolffang mal ins Auge fassen. Es erschien, wie gesagt, im nordamerikanischen PSN für PlayStation 3 und ist demnach leicht und günstig zu beziehen.